Meine Damen und Herren, wissen Sie, was zurzeit meine Lieblingssportart im Fernsehen ist? Nicht mehr Damenbiathlon, trotz Uschi Diesel und Simone Greiner-Pettermem. Nein, es ist Tanzturniersport. Haben Sie das mal länger als eine Sepping-Sekunde gesehen? Tanzturnier? Ist das nicht unfassbar? Sie müssen sich das mal unter einem bestimmten Gesichtspunkt angucken. Nicht alle Männer, die Tanzturniersport betreiben, sind schwul. Also ich sag's mal so, einige dieser hinternwackelnden, wimperngetuschten, sonnenbrankverbrannten männlichen Friseusenimitationen sind heterosexuell. Ich finde das urkomisch. Ich könnte mich da stundenlang drüber amüsieren. Die sind hetero und die kommen so raus. Die waren beim Bund. Ah, und was die anhaben, nicht? Immer diese schwarz verkohlte Hühnerbrust bis zum Nabel freigelegt, damit so bunten Strasssteinen umtackert. So als ob Rudolf Mooshammer auf Drogen auf einmal Sportmode entwerfen würde. Und die Zähne, ich sage ja immer, das ist nicht perlweiß, das ist ehrgeizweiß. Und es gibt ja beim Tanzturniersport nur drei Gesichtsausdrücke, ja? Es gibt zum Beispiel pfiffig überrascht mit Ölmündchen. Und dann gibt es noch leidenschaftlich tuntig. Und mein Lieblingsgedichtsausdruck ist dann fröhlich wie Fossibär auf Ecstasy. Und jetzt reden wir mal von den sogenannten Frauen. Also erstens, das sind keine Frauen, das sind Transen. Oder ein Marlene Scharell-Fanclub auf einer Überdosis Dextro-Energien. Ich nenne sie ja immer die Paillettenstuten von El Arenal. Ja, wo kriegen Sie diese Frauen her? Man, die können ja nicht alle aus Düsseldorf kommen. Zum Schluss noch ein Tipp. Schauen Sie nie ein Tanzturnier auf LSD. Tun Sie es nicht, weil auf LSD wirken ja Farben und Musik noch viel intensiver. Das heißt, wenn Sie bei der Rumba noch auf der Couch sitzen, spätestens beim Quickstep stehen Sie auf dem Fensterbrett. Und mir ist auch erst da aufgefallen, dass wenn man bei dem Begriff James Last und seine Band die Buchstaben vertauscht, dann ergibt das Ja, lebe in des Satans Mund. Also tun Sie es nicht. Ja, meine Damen und Herren, es gibt wieder neue Viagra-News. In Amerika ist ein Mann auf Viagra gegen einen Baum gefahren und verklagt jetzt den Viagra-Konzern auf $1 Million Schadensersatz. Wo ich mich ja immer frage, ob in Amerika mal irgendjemand auf einen Schadensersatz von $50 klagt. Aber grundsätzlich finde ich Viagra besser als Ecstasy, weil im Gegensatz zu Ecstasy kann man auf Viagra gleich Sex machen und muss nicht zuerst Technomusik schön finden. Und noch eine Nachricht kommt aus Holland. Die niederländische Regierungspartei macht sich dafür stark, dass Tiere ein Stimmrecht bekommen. Es ist wirklich wahr. Und ich sage mal wieder, es kann nur in einem Land passieren, wo so viel gekifft wird. Ja, die Tiere sollen per Pfotendruck ihre Stimme abgeben. Auch das ist wahr. Und ich halte auch, das wäre nur so ein Trick von holländischen Kiffern, ja, die Drogengesetze noch mehr zu entschärfen. So nach dem Motto, du, ich halt den Tausendfüßler, ja?